Einen wunderschönen guten Morgen. Neuer Tag, neues Glück. Wir haben es jetzt ca. 7.30 Uhr. Meine Uhr ist ausgezogen. Und ich habe jetzt alles soweit vorbereitet für die Blutentnahme. Folgendes zu beachten: Ich habe gerade meine Arbeitsfläche desinfiziert, abgewischt ordentlich. Ich habe meine Hände 30 Sekunden lang, das muss man auch vorher machen, 30 Sekunden lang mit Seife gewaschen. Dann habe ich meine nicht dominante Hand, also meine linke Hand, ich bin Rechtshänder, in ein Waschbecken aufgefüllt mit heißem Wasser, also vom Temperaturgefühl her wie ein heißes Bad, und habe dort meine Hand für 2 Minuten eingetaucht, weil das soll auch den Blutfluss fördern. Und für die Blutentnahme muss ich aber auch aufstehen, deswegen werdet ihr mich wahrscheinlich nicht sehen. Ich werde jetzt auch nicht die Kamera extra verstellen, das wird alles kostbare Zeit kosten. Hauptsache ihr seht, wie ich das Ganze mache. Daher stehe ich jetzt auf. Ich muss in den Ringfinger stechen. Dafür muss ich die Hand mit dem Handrücken nach unten drücken, also hier auf die Fläche. Dann muss ich diese Sicherheitsnadel aufmachen. Das Blutröhrchen steckt auch schon drin. Muss ordentlich was rein. Oh je. Wird also blutig. Menschen, die Probleme haben mit Blut, nicht gucken. Oder die Blut nicht sehen können. Einmal desinfizieren. Ringfinger, wie angesprochen. Dann trocknen lassen für 10 Sekunden mindestens. Und dann ist es soweit. Hand, wie gesagt, unten halten. Seitlich in den Ringfinger der nicht dominanten Hand. Den ersten Tropfen noch abwischen. Oh, das blutet ja echt wahnsinnig. Und alles weitere in das Röhrchen. Ich sehe, das warme Wasser hat auf jeden Fall geholfen, weil es fließt ordentlich. Und noch ein weiterer Hinweis. Es steht auch in der Anleitung drin, am besten das Ganze morgens auf dem nüchternen Magen. Ich habe es aber auch gestern, glaube ich, angesprochen. Vorher vielleicht gut trinken, aber 12 Stunden vorher nichts gegessen. Jetzt habe ich hier eine Sauerei eingerichtet. Ich glaube, es ist soweit durch. Ja, es ist voll. Scheiße, warum fließt denn das so? Leck mich am Arsch. Ich glaube, ich falle jetzt gleich tot um. Pflaster habe ich vorbereitet. Jetzt habe ich so eine kleine Sauerei veranstaltet. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ich drücke jetzt mal meinen Finger ab, dann kommt der Pflaster drauf. Dann verschließen wir das Ganze. Und zwar, es soll Klick machen. Es hat Klick gemacht. Dann soll ich das Ganze für ein paar Sekunden berühren. So, damit wären wir eigentlich schon durch. Jetzt muss ich noch ein Pflaster drauf packen. Es sieht schon krass aus. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses kleine, dass diese Sicherheitslanzette oder wie auch immer dieses Ding heißt, dass das so ordentlich den Finger zum Bluten bringt. Jetzt als nächstes muss ich das Etikett auf dieses Röhrchen kleben. Darauf ist auch der Code, den ich vorher in der App eingetragen habe. Das kommt einmal auf das Blutauffangröhrchen. So. Zu. Und jetzt kommt das Ganze in dieses Transportröhrchen mit diesem Saugvlies. Dieses Saugvlies bleibt übrigens drin. Vorsichtig rein. Dann wird das Ganze verschlossen. Und ab zur Post damit. Aber es fehlt ja noch ein Test. Und zwar der Gentest. Also mit dem Abstrich. Den werde ich auch direkt machen. Und dann kann ich das sofort im Anschluss zur Post bringen. Und muss mir keinen Kopf mehr zerbrechen, wie ich das Ganze jetzt am besten lagere, ohne dass der Test verfälscht wird. Da wird jetzt das Transportröhrchen in diesen beiliegenden Umschlag gepackt aus Kunststoff. Zusammen mit dem QR-Code für das Labor. Und dann ab zur Post. Die Blutentnahme oder die Blutprobe ist jetzt sicher verpackt und liegt bereit zum Wegbringen. Deswegen schnell, schnell, schnell.
Alles ist nochmal sauber gemacht worden von mir. Auch nochmal desinfiziert. Ich habe meine Hände nochmal gewaschen. Und damit geht es jetzt auch weiter mit dem Abstrich von meinen Pausbäckchen. Folgendes ist zu beachten: 30 Minuten vor dem Abstrich solltet ihr nicht gegessen, nicht getrunken und nicht geraucht haben. Und entgegen meiner Aussage im ersteren Teil des Videos genügt es, dass ihr ein paar Tage vorher nicht beim Zahnarzt gewesen seid. Ich habe von mehreren Wochen gesprochen, was natürlich irgendwie ein bisschen schwachsinnig klingt. Aber wir kommen jetzt direkt zum Test. Was gibt es hier sonst noch zu beachten? Vorher natürlich den Mund auch nicht mit Wasser ausspülen. Das passt ja perfekt am frühen Morgen. Es gibt einen Anforderungsschein mit dem QR-Code von dem Test selber, also der Test-ID. Dort müsst ihr euer Geburtsdatum eintragen, die Test-ID einkleben obendrauf und unten drunter nochmal den Barcode. Dann tragt ihr noch euer Geschlecht ein und dann wäre es das soweit gewesen. Könnt ihr dann zur Seite packen. Es gab halt ein Set mit den Barcodes dabei und natürlich neben dem Set mit den Barcodes gab es auch die berüchtigte Karte, wie im vorangegangenen mein Gewichtskontrolle Set eine Test-ID, die ihr vorher in dieser Liken-App eintragen müsst, um den Test quasi auch zu aktivieren, damit ihr auch eure Daten dafür bekommt. So viel dazu, das zum Papierkram. Das Coole ist auch noch, also die Anleitung, die bei beiden Sets dabei war, die ist super ausführlich. Also ihr könnt eigentlich nichts falsch machen. Und zusätzlich, wenn ihr die Test-ID in eurem Account in der App eingegeben habt, dann kommt noch zusätzlich passend zu diesem Set ein Anleitungsvideo zu diesem Set. Es ist aber ein bisschen verwirrend, weil wie beim ersten Set, meine Gewichtskontrolle, war im Video nicht alles zu sehen, beziehungsweise waren andere Sachen zu sehen. Zum Beispiel, es gab zwei Blutentnahmeröhrchen und der Transportbehälter sah anders aus. Das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau eigentlich. Und in dem Fall war das Video auch ein bisschen verwirrend, weil im Video wird gesprochen von zwei Abstrichtupfern, die man gleichzeitig an der Wange reibt. Weiß nicht, ob das aus Kostengründen entnommen worden ist. Ich von meinem subjektiven, nicht wissenschaftlichen Verständnis denke ich, zwei Tupfer sind besser als einer. Vielleicht vor allem sicherer. Aber who knows? Ob das jetzt Kostengründe waren oder Effektivitätsgründe, keine Ahnung. Aber im Video wird von zwei Abstrichtupfern gesprochen. Hier drin ist nur eins. Dann haben wir hier die Flüssigkeit, wo das Ganze dann reingetupft ist. Und ich sehe gerade, ich muss hier noch den Barcode draufkleben. Und die Test-ID-Nummer, die kommt auch noch drauf. Das wäre es dann soweit. Und ich würde sagen, ich starte mit dem Test. Dann klebe ich jetzt noch schnell den Barcode sowie die Test-ID auf das Röhrchen drauf. Packe ich das mal hier drauf. Das Ganze soll längst aufgeklebt werden. So, haben wir einmal Name, Vorname mit Test-ID und dann nochmal den Barcode. In diesem Tupfer muss ich jetzt an jeder Seite meinen Backen für jeweils eine Minute kreisende Bewegung machen und ganz leichten Druck ausüben. Und das werde ich jetzt tun. Dafür habe ich auch meine Uhr, weil für jede Seite hier und hier 60 Sekunden, also eine Minute. Und damit beginnen wir jetzt. An der Sollbruchstelle das Ganze, ja, so ein schwarzer Strich, am Rand einfach gegendrücken, zumachen und ich hoffe, es hat alles funktioniert. Ich habe nichts falsch gemacht, ich habe ordentlich gearbeitet, habe ich aber nicht so im Gefühl. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Dann kommt das Ganze in diesen Sicherheitstransportbehälter. Ja, und dann Umschlag rein, Anforderungsschein rein und ab zur Post. Ich mache jetzt keinen Vlog-Style, wie ich jetzt in mein Auto steige und das Ganze zur Post bringe. Ihr wisst, wie so eine Post aussieht und wie ein Auto aussieht.
Daher vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Interessantes zeigen. Ihr habt euch nicht gelangweilt. Falls ihr euch nicht gelangweilt habt und ihr das Ganze interessant gefunden habt, würde ich mich natürlich über einen Like freuen. Wenn ihr mehr von solchen Tests sehen möchtet, Unboxings, kreative Arbeit, Foto, Video etc. pp. In naher Zukunft, dann natürlich gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.